So, willkommen zurück zu The Cave. Eine kleine Pause hatten wir gehabt. Wir nehmen wieder die Schachtel Crackers, damit können wir den Papagei anlocken. Aber ich glaube, da... Hä, warum ist der Luftballon eigentlich... Wo sind eigentlich nochmal meine Kumpanen? Einer hier, wie gesagt, bei den Fässern. So. Ey, sag nicht, das ist wieder geschlossen. Nee, ist es nicht. Wunderbar. Ich nehme nochmal dieses Fass hier, ne? Irgendwas müssen wir damit machen. Cool. Ich komme da gerade nicht rüber. Gut, dann ziehen wir es nochmal. Weißt du was? Ich habe mir überlegt, warum werfen wir es nicht einfach in die Lava mal rein? Wir schieben es einfach durch. Ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht, stimmt. Vielleicht ist es so, dass ich dann die Fässer hier habe und die Lava hier irgendwie kurz rauskommt und die dann anzündet oder so. Ich versuche erstmal diese hier in die Lava rein zu drücken. Eher gesagt. So. Ja, rollen wir das mal. Roll, 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 roll. So. Oh, es entzündet. Und was ist passiert, wenn ich es reinwerfe? Wow! Oh, oh. Okay, die Explosion war groß. Ach so, ist das. Haben wir genug Zeit, um das wieder zurückzuschieben, ist die Frage. Aber ich würde das sogar schlauer machen. Falls das zum Beispiel nicht funktioniert, würde ich so gesehen eine Kettenreaktion machen. Verstehst du? Die erste schiebe ich also ganz durch. Beziehungsweise bis er anzündet. Und die anderen sind da so hinterpostiert. Falls diese Explosionskraft nicht ausreicht, um den zu zerstören, mache ich so, dass, wenn ein Fass explodiert, das andere Fass dann anzündet, sozusagen, weißt du? So, das heißt, eins ist genau da unter. Das andere wird zum Beispiel hier positioniert oder so. Werden wir mal sehen. So, wenn das Wasser rauskommt, können wir mit dem Boot eigentlich rüber, oder? Ist das nicht so? Hm. So. Stopp, das bleibt hier. Rollt's runter. Oh! Gut, ich bin tot. Das war jetzt blöd. Das heißt, ich würde sogar sagen, den schiebe ich schon mal weiter jetzt hier. Denn der dritte wird da erst positioniert. Ist ja ganz klar eigentlich. Ungefähr kommt der hier so hin. Sage ich einfach mal. Es sei denn, der steht nachher im Weg. Dann habe ich ein Problem, weißt du? Muss ich das gleiche nochmal machen. Aber dann nehme ich einfach den zweiten oder den letzten und schiebe den ganz durch und schiebe ihn dann dahin. Aber ich glaube nicht, dass die Zeit ausreicht, bis der dann hier unten perfekt stationiert ist. So, so bleibt's. Ich weiß nicht ganz, wie lange der Strip da aushält, bis es dann entzündet tatsächlich. Boah. Die bekommen auf jeden Fall einen richtigen Muskelkater, die Zwillinge. So, jetzt muss ich einmal rüberspringen. Komm schon, spring rüber. Ja. So, zünde an und weg damit. Los, schieb doch. So. Toll. Ich kann nichts machen in der Sekunde, das war blöd. Oder es... Mal sehen. Ja! Boah, Alter, was für eine Explosion. Was für eine heftige Explosion. Ich glaub's nicht. Hallo, heftig. Hat also funktioniert, wie ich es gemacht habe. Da ist kein Wasser mehr, wir können den Hebel aktivieren. Das Wasser ist jetzt irgendwo mit dem Lava zerschmolzen oder so. Kennt man ja aus Minecraft, ne? So, wo hab ich denn die Abenteuerin? Ach, die ist hier oben. So. Huch. Der Vulkan hinter mir macht irgendwie komische Geräusche. So. Ich will jetzt das Boot mal holen. Das würde ich gerne mal holen, aber wofür brauche ich den Papagei? Mhm. Tja. So, wo ist das Boot hin? Ah, da ich wieder den Safe State geladen habe, müsste es wieder am anderen. Ja, ist es wieder hier leider. Da, wo meine Wurst ist. Meine dicke, lange Wurst. So. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Schieben wir es mal durch. Nein, 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 nein. Nicht ertrinken. Ach, der kann ja nicht springen. Ah, what a fail. What a fail. Damn it. Dann komme ich da nicht mehr rauf. Nein! Warum? Warum kann sie nicht im Wasser springen? Das finde ich so blöd. Na gut, hol ich den Ritter mal. Das Boot muss ich ja, wie gesagt, auf die rechte Seite bekommen. Dann könnten wir weiterfahren. Hm. Toll, ich komme nur mit der Abenteuer rüber. Weißt du schon wieder, was das bedeutet? Das bedeutet, ich muss einmal rumgehen. Oh, Mann, ey, warum? Das ist so blöd, ganz ehrlich. Jetzt muss ich den ganzen weiten Weg wieder gehen. Eine Flasche Rum und eine Buddel voll Rum, jawohl. Nein, lass los. So. Ich
bin mal gespannt, wie weit das Spiel noch gehen wird. Wie gesagt, ich spiele das blind, ich habe keine Ahnung. Wir sind gerade bei der Insel. Also wir sind schon so ein bisschen weit gekommen eigentlich, wie ich finde. Und ich weiß nicht, falls es irgendwann dann mal vorbei sein sollte, ob ich vielleicht noch eine zweite Runde mache, weißt du? Das weiß ich noch nicht ganz. So, ich glaube unten lang, ja. Hier stehen sie schon alle. So, dann aktiviere ich den Hebel mal. Das Tor öffnet sich. Huch. Gehst du da mal rüber? Na toll, jetzt komme ich da nicht mehr rauf, oder was? Ich glaub's nicht. Hä? Wie soll ich denn da jetzt... Komme ich irgendwie von oben da lang? Sonst habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, aber ich komme da gerade nicht hin. Es ist nicht sehr toll. So. Zieh dich mal wieder mit einer Hand lang. Wunderbar. Ja doch, wir kommen, glaube ich, von hier lang, oder? Nee, kommen wir nicht. Doch, komm mal. Was denn nun, wa? So, das heißt, wir gehen dann hier so lang. Und das Boot. Können wir das hier an Land ziehen? Ja, geht. Wunderbar. Da das Wasser jetzt weg ist, keine Ahnung, was ist... Wir müssen es ja eigentlich auf die andere Seite bekommen. Was wir dann noch machen können, mal sehen. Wir können ja praktisch noch irgendwie den Papagei holen, aber das bringt in meinen Augen momentan nicht viel. So, schubsen wir es mal runter. Ups. Das hat ein paar Risse gehabt jetzt. Oder das hat jetzt ein paar Risse, eher gesagt. Na, ah, spiel nicht rein. Schieben, 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 schieben. Schieb die einfach aus dem Weg, ist ja geil. Boah. Bis sie an die Wand kommen. Alter, was machen die da mit dem Boot? Die vögeln das von vorne. Die was? Nee, ich glaube, der nagelt gerade die Zwillinge. Ach, ich verstehe es. Ist das praktisch? Na klar. Was müssen wir wohl machen? Natürlich, dass sie aktivieren. Dann geht das automatisch nach oben. Mit dem Boot. Das ist ja richtig geil. Dann haben wir diesen Part jetzt wahrscheinlich schon geschafft. Na komm. Nein, komm doch. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Wunderbar. Nein, was will der denn? I think I've got everything I need. Shove off anytime. I knew he was going to be trouble. Right here in Island City. Trouble with a capital T, which rhymes with P, which stands for hermit. Okay, that didn't quite work. But he's still trouble. Trouble with a capital H, which stands for hermit. There, much better. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ein Moment mal. Ja, für uns, aber nicht für dich. Wie kann ich den loswerden? Nein, Hilfe! Hilfe! Ich ersaufe mit der Abenteuer. Wie kann ich den denn irgendwie loswerden? So rausziehen, oder? Wäre nicht schlecht. Komm schon, geh doch. Wie mache ich denn das? Vielleicht gehe ich mit allen beiden raus? Ich weiß es nicht. Jetzt geh alleine. Wir wollen dich nicht. We should probably shove off. The tide is going out and I've got all my beloved possessions. Gut. Mal sehen. Vielleicht kann ich den Papagei irgendwie mitnehmen und der wird dann drauf hacken oder so. Stimmt, der hackt den dann irgendwie tot oder so. Obwohl, das ist... Nein, er nimmt sich... Doch, das ist eigentlich logisch, oder? Wir können mit dem Papagei hier hin. Eigentlich ist das sogar logisch. Und dann haut er ab ins Wasser schnell, weil er gepickt wird oder so und dann stirbt er. Das könnte gehen. Mal sehen. Den Hund hat er ja auch nicht mitgenommen. Der ist jetzt ganz alleine oben.
so böse. Lässt einfach den Hund da oben. Das ist einfach sehr, sehr gemein. So. Holen wir zuerst mal den Papagei. Wir müssen ihn retten, den Papagei. Komm her. Komm, komm, komm. Na, wo ist er? Da ist er. Wunderbar. Das ist ein Papagei, der mal hört. So. Ich weiß nicht, aber ich glaube... Klar. Müsste sogar so gehen. Oh, der Hund ist jetzt ganz alleine. Das tut mir aber wirklich leid, nicht? Oh, nein! Ich hätte anders fliegen sollen wahrscheinlich. Anders springen sollen wahrscheinlich. Mit dem Ritter wäre es einfacher gewesen, aber okay. Ist wiederum eine andere Sache, wa? So. Also, Papagei, komm mal wieder her. So. Dann komm mal rauf, wieder. Zack, 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 nach oben da. Ich will hier endlich weg von der Insel. Endlich mal weg. So, ganz vorsichtig hier runter, wunderbar. Jetzt haben wir es auch überlebt. Und dann geht's weiter. Nach unten, mal sehen, was unser Papagei-Freund macht gleich. Ich weiß es nicht. So. Und? Was machst du jetzt? Hä? Nichts? Gut, ich würde mal sagen, ich behalte ihn erstmal da. Ich suche nochmal den Knochen für den Hund. Weißt du? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringen wird. Oh, lass mal ganz kurz los. Das nervt mich echt, dieses Geräusch. So, viel besser. Wir müssen auch, glaube ich, jetzt hier rüber erstmal. Was bringt uns der Papagei? Was bringt uns der Hund? Hm. Ah, da. Hier ist der Knochen. Komm, lass los. Mal sehen. Bin ich echt mal gespannt. Ob das uns weiterhelfen würde. Oder wird. Weißt du was, ich mache das sogar so. Ich lasse ihn fallen. Lass mal fallen. Lass mal fallen. Lass mal fallen. So. Und gehe jetzt mit dem Ritter weiter. So. Und dann gehe ich mit dem Ritter nach oben. Kann ich auch heftiger springen, weil ich dann das kann. Ja, juhu, wunderbar. So, einmal rüber. Und noch einmal rüber. Huch, was macht er da? So, jetzt zum Hund. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Wie gesagt, ich habe jetzt zwar den Wellensittich drüben und jetzt den Hund vielleicht. Na, komm mal her. Was ist los mit dem? Komm her, komm, komm. Er will nicht kommen. Ach, daneben nicht. Müssen wir irgendwie anders lösen. Auf einer friedvollen Art und Weise. Na gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir noch mal ein bisschen, bevor ich den Port beende. Wie kann ich den denn hier... Alles, was ich brauche? Ich glaube schon. Ja, dann fahr doch einfach. Fahr doch einfach. Warum fährt er nicht? Ist doch egal, dann sterben die Zwillinge eben. Hauptsache, ich habe es mit zwei wenigstens geschafft. Ah, wie kriege ich den denn da los? Ich kann das Boot nicht schieben. Ja, glaubst du es so? Den Hund können wir nicht bekommen, den Papagei haben wir. Was bringt it? Really taking your sweet time, aren't you? Na gut, ich würde mal sagen, an dieser Stelle werde ich einen Schnitt machen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.